30 Jahre ist es nunmehr her, seitdem hier in der kalten Wüste von Arrakis mit Dune 2 das Genre des Echtzeitstrategiespiels erfunden wurde. 2001 erschienen die letzten beiden Spiele des Dune-Videospiel-Universums. Das war zum einen Emperor, zum anderen was auch immer das hier sein soll. Das bedeutet nicht nur, dass das komplette Dune-Videospiel-Universum nur in einem Zeitraum von 10 Jahren stattgefunden hat. Es bedeutet auch, dass wir nun schon seit über 20 Jahren auf einen würdigen Nachfolger warten. Ein Nachfolger ist schon mal in der Mache. Ist er auch würdig? Seht selbst! Nachdem mit Emperor Schlacht um Dune das letzte Strategiespiel im Wüstenplanet-Zyklus inzwischen alt genug ist, um in den USA Alkohol trinken zu dürfen, und wir im selben Erscheinungsjahr mit einer französischen Absurdität gestraft wurden, die noch nicht mal Frank Herberts Namen richtig schreiben konnte, war es endlich an der Zeit, dass der Echtzeitstrategie Koloss Dune fortgesetzt wird. Dune 2 gilt nicht umsonst als die Mutter aller Echtzeitstrategiespiele. Damals konnten wir Gamer erstmals viele Konzepte des Genres genießen, wie den Basisbau und etwa die direkte Steuerung einzelner Einheiten. Noch heute spiele ich es immer wieder gerne, sogar auf dem Smartphone. Hey! Der Zeitpunkt für eine Fortsetzung könnte nicht perfekter geplant sein. Schließlich war Denis Villeneuves Film bei Fans der Reihe wie auch dem restlichen Kinopublikum ein gigantischer Erfolg und hat dadurch das Interesse am Dune-Universum wieder neu entfacht, während der zweite Teil schon in der Postproduktion ist. Entwickelt wird das Spiel von Shiro Games, einem Entwicklerstudio aus Frankreich. Nachdem bereits das erste Dune-Spiel, eins meiner Lieblingsspiele, von einem französischen Studio entwickelt wurde, nämlich Cryo, ist das doch mal eine nette Fügung des Schicksals. Seit April letzten Jahres ist das Spiel im Early Access erhältlich. Der Release der Vollversion ist auf irgendwann in diesem Jahr angekündigt worden. Wie schon bei seinen Vorgängern geht es bei Spice Wars um nicht mehr und nicht weniger als die völlige Herrschaft über dem Wüstenplaneten Arrakis, den einzigen Ort im Universum, an dem das Spice vorkommt. Eine ungemein wertvolle, bewusstseinserweiternde Droge. Doch im Gegensatz zu den Vorgängern passiert das nicht in Form eines klassischen Echtzeitstrategiespiels, sondern in Form eines sogenannten 4X, was für Explore, Expand, Exploit und Exterminate steht. Dadurch ist es näher an der Civilization-Reihe dran als an Command & Conquer. Ob das Rezept so funktioniert? Wir schauen rein. Zunächst einmal müssen wir entscheiden, auf wessen Seite wir stehen wollen und können dabei aus 5 Fraktionen wählen. Die naheliegenden Fraktionen sind das Haus Atreides und das Haus Harkonnen, eine weitere offensichtliche Alternative, die Fremen. Als eine etwas ungewöhnliche Wahl empfinde ich die Schmuggler, da diese sowohl in den Romanen als auch in den Filmen bislang eine eher untergeordnete Rolle gespielt haben. Ich hätte eher mit Haus X, den Bene Gesserit, den Bene Telaxu oder dem Haus Corino gerechnet. Letzteres wurde mit einem größeren Update als 5. Fraktion inzwischen nachgereicht. Das gefällt mir schon mal. Die Schmuggler finde ich dennoch eine ungewöhnliche Wahl. Da wäre vielleicht sogar das Haus Ordos, trotz dessen, dass es in den Romanen nicht vorkommt, eine intuitivere Wahl gewesen. Die Häuser unterscheiden sich aber wesentlich. Die Atreides haben beispielsweise eine hohe Stellung im Landsrat, können also Abstimmungen deutlich stärker beeinflussen als das Haus Harkonnen. Die Fremen und die Schmuggler haben im Landsrat gar kein Stimmrecht. Die Schmuggler können lediglich Prämien für ein bestimmtes Abstimmungsverhalten ausloben. Weiterhin haben die verschiedenen Häuser verschiedene Militäreinheiten und Baumöglichkeiten. Die Fremen haben etwa die stärksten Krieger, die auch beim Gang durch die Wüste am wenigsten schnell ermüden. Die militärischen Möglichkeiten der Schmuggler taugen wiederum eher für die Verteidigung, aber nicht unbedingt zum Starten von Angriffskriegen. Das Haus Atreides hat zusätzlich die Option, neutrale Dörfer friedlich zu annektieren. Dadurch kann man das eigene Militär beim Erweitern des Einflussbereiches etwas entlasten. Die Häuser fühlen sich dadurch beim Spielen deutlich verschieden an und selbst wenn man mit einem einzelnen Haus schon viel Spielzeit verbracht hat, dann wird sich ein Spiel mit einem anderen Haus doch sehr anders anfühlen und neue Herausforderungen mit sich bringen.
Gewinnen kann man eine Spielrunde auf verschiedene Arten und Weisen. Die naheliegendste ist, durch das Ansammeln von ausreichend Hegemonie zu gewinnen. Das sind quasi Spielpunkte, die man durch die Erweiterung des eigenen Gebietes, durch die Produktion von Gütern, Erforschung, militärische Erfahrungen usw. gewinnen kann. Hat man ein bestimmtes Hegemonie-Level vor allen anderen Parteien erreicht, ist die Schlacht um Dune gewonnen. Man kann auch ganz oldschool die Hauptbasis der Gegner angreifen und zerstören. Das erfordert aber eine gewisse militärische Übermacht und gute Planung. Mit Haus Harkonnen und den Fremen kann das ganz gut klappen. Für die Atreides ist dieses Ziel schon ein bisschen schwieriger und für die Schmuggler nahezu unmöglich zu erreichen. Die dritte Möglichkeit ist etwas abstrakter. In den Landsratabstimmungen kann man das eigene Haus zum Gouverneur von Dune wählen lassen. Sofern man das für eine bestimmte Menge an Spielwochen beibehält, bedeutet das den sofortigen Sieg. Auf diese Art habe ich das Ziel aber noch nie erreicht. Allerdings muss man dann bei der Abstimmung Acht geben, dass sich kein anderes Haus den Gouverneurstitel zu lange sichert. Sofern man das nämlich zu lange dann unbeachtet lässt und keine Gegenmaßnahmen einleitet, kann es sehr schnell, sehr überraschend zu einer Niederlage führen. Welche Spielziele man ermöglichen möchte, das kann man vorab festlegen. Für den Anfang würde ich empfehlen, auf einfachem Schwierigkeitsgrad auf das Hegemonie-Ziel zu spielen. Das ist der beste Weg, um die Spielmechanik kennenzulernen. Nun startet ihr also das Spiel. Ihr beginnt in einem einzelnen Sektor mit eurer Hauptbasis und nun gilt es, die Umgebung zu erforschen. Am Anfang werdet ihr alleine mit einem einzelnen, einsamen Ornithopter in eurer Zentrale sitzen, umgeben von trostlosem Nebel. Ihr müsst eure Ornithopter umherschicken, um zu sehen, welche einzelnen Landteile sich um euch herum befinden und was es dort zu holen gibt. Eure flatternden Späher werden für euch Dörfer und Rohstoffdepots sowie Points of Interest finden, über die man an Informationen, Vorteile und Ressourcen gelangen kann. Früher oder später, sobald ihr eure umliegenden Sektoren aufgeklärt habt, könnt ihr euch einen zweiten Ornithopter holen und diesen dann über automatische Aufklärung einfach nebenher den kompletten Planeten aufdecken lassen. Um euch ein Gebiet anzueignen, müsst ihr das im Gebiet befindliche Dorf annektieren. Wählt weise. Eure erste Eroberung sollte zumindest ein Spice-Feld zur Verfügung stellen, denn wie ihr alle wissen solltet, das Spice muss fließen. Okay, wieder einen abgehakt. Doch Vorsicht vor den gewaltigen Sandstürmen, denn wie wir schon aus dem Film wissen, die mögen eure Ornithopter gar nicht. Sobald ihr gewarnt werdet, dass ein Sandsturm tobt, stellt unbedingt sicher, dass ihr eure Ornithopter abzieht, sonst ist der Traum vom Fliegen sehr schnell vorbei. Habt beim Erforschen erstmal keine Sorge vor dem Gegner. Der kann euren Ornithopter nichts anhaben und wird auf einen entdeckten Speer nicht angepisst reagieren. Ganz im Gegensatz zu Dune 2, wo das Erspähen der gegnerischen Basis dem Pinkeln in ein Hornissennest gleichkam. Zu Anfang einer Runde sind euch eure Gegner noch nicht feindlich gesonnen und ihr habt noch die Möglichkeit, Handels- und Friedensverträge abzuschließen. Das heißt, dass ihr vorerst keinen Frontalangriff befürchten müsst und genügend Zeit habt, eure Angelegenheiten zu regeln. Habt ihr die Umgebung ausreichend sondiert, geht es fleißig ans Ausbeuten der Ressourcen und Bodenschätze. Die wichtigste Ressource ist, wie schon angekündigt, das Spice, denn das Spice muss fließen. Neben dem Spice existieren außerdem andere Ressourcen, wie beispielsweise Plastal, welches hauptsächlich für den Bau und die Instandhaltung von Gebäuden verwendet wird. Brennstoffzellen, welche für den Betrieb von Fahrzeugen und energieintensiven Industriegebäuden angewendet werden. Wasser, auf Arrakis das seltenste und wertvollste Gut, da es für die Versorgung eurer Einheiten und eroberten Dörfer verwendet wird. Autorität, welche ihr für die Eroberung neuer Dörfer einsetzen müsst. Manpower, welche ebenfalls für das Rekrutieren neuer Soldaten und Milizen benötigt wird. Sowie Solaris, was halt einfach die allgemeine In-Universe-Währung ist. Bestimmte Rohstoffe wie Wasser und Brennstoffzellen werden nicht direkt verbraucht. Ihr produziert ein gewisses Niveau davon und könnt es nur bis zu diesem Limit verbrauchen. Wenn aber Militäreinheiten, welche Wasser verbrauchen, im Kampf fallen, dann erhaltet ihr das Wasser wieder zurück. Wichtig ist am Anfang, dass ihr immer ein Auge auf die Produktion eurer Verbrauchsressourcen habt. Baut ihr bestimmte neue Gebäude, kann es sein, dass auf einmal eure Solaris- oder Plastalproduktion ins Minus geht und irgendwann komplett auf Null abschmilzt. Dann bekommt ihr ein richtiges Problem. Sobald ihr also seht, dass ihr in einen roten Trend geht, versucht entweder die Produktion des jeweiligen Rohstoffes schnell durch neue Produktionsgebäude zu erhöhen oder versucht den Verbrauch zu senken, indem ihr besonders verbrauchsintensive Gebäude wieder abbaut.
Also stellt erstmal sicher, dass ihr ausreichende Polster aufbaut und von allen Ressourcen genügend Nachschub da ist. Solange irgendeiner eurer Werte nicht deutlich Plus macht oder sogar ein negatives Wachstum aufweist, solltet ihr gar nicht erst daran denken, einen Gegner anzugreifen. Noch wichtiger ist allerdings, dass ihr den regelmäßigen Tribut an Spice bezahlen könnt, ein Spielelement, welches auch aus dem allerersten Dune-Spiel bekannt sein sollte. Gebt ihr immer brav die gewünschte Menge ab, belohnt euch die Raumgilde mit einem besonders attraktiven Spice-Wechselkurs. Wenn ihr dann einen Teil eurer Spice-Förderung in Solaris umwandelt, ist euer Geldeingang erstmal gesichert. Lässt sich der Tribut auch nur ein einziges Mal nicht begleichen, dann landet man schnell in einer Verlustspirale. Da ihr einen schlechteren Wechselkurs erhaltet, müsst ihr mehr Spice in Solaris umwandeln, um nicht in die roten Zahlen zu gelangen. Das führt aber wiederum dazu, dass ihr wahrscheinlicher auch die nächste Abgabe nicht voll begleichen könnt und euer Wechselkurs sich immer noch weiter verschlechtert. In diesem Fall müsst ihr so schnell wie möglich reagieren und im Zweifel einen Handel mit einem Gegner vorschlagen. Doch auch das bringt seine Tücken, denn eure Gegner werden keinen Handel mit euch eingehen, aus dem sie nicht auch einen wesentlichen Vorteil ziehen. Ja, es ist wichtig darauf zu achten, dass ihr immer genug Spice habt. Ich kann's nicht oft genug betonen. Das Spice muss fließen. Ist genügend Spice geflossen, eröffnet das die Möglichkeit des Handels. Eure Gegner werden ab und zu Tauschgeschäfte vorschlagen. Aber wie schon gesagt, sind eure Gegner erstmal auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Einen Vorsprung könnt ihr euch erarbeiten, indem ihr herausfindet, wie es um die Ressourcen eures Gegners bestellt ist. Steht etwa der nächste Spice-Tribut vor der Tür und ihr wisst, dass euer Gegner zu wenig Spice besitzt, dann habt ihr eine bessere Position, denn ihr wisst, dass der Gegner alles dafür geben würde, um an Spice heranzukommen. Diesen Vorteil erhaltet ihr durch den Einsatz von Agenten. Agenten können entweder den Gegner ausspionieren, für Gegenspionage eingesetzt werden, um gegnerische Agenten aufzudecken und gefangen zu nehmen, oder sie können verschiedene öffentliche Institutionen infiltrieren, um die Ressourcenproduktion zu erhöhen oder um Aufklärung zu betreiben, die in sogenannte geheime Einsätze investiert werden kann, etwa um sich bei einem Kampfeinsatz einen kleinen Vorteil zu verschaffen. Dieses Element mag erstmal wichtig erscheinen, aber abgesehen davon, dass sich durch Arrakis-Infiltration oftmals bessere Ergebnisse bei Zufallsevents auf der Karte erzielen lassen, habe ich noch nie einen großen Vorteil davon erlebt. Mit manchen der Spionageeinsätze kann man seine eigenen Einheiten etwas buffen, was vor allem dann interessant wird, wenn man eine gegnerische Hauptbasis angreift. Aber auch das beschleunigt nur das Ergebnis und ist nicht zwingend entscheidend für den Ausgang. Ein spannendes Feature finde ich die Landsratabstimmung. Regelmäßig kann man abhängig vom eigenen Landsratstanding für Resolutionen abstimmen, die allen oder aber auch nur einzelnen Fraktionen Vor- und Nachteile entstehen lassen können. Hier lässt sich zusätzlich die Ressource Einfluss einsetzen, um Abstimmung etwas zu boosten. Die Menge an Stimmen hängt erstmal vom gewählten Haus ab. Wie schon erwähnt, haben die Fremen und Schmuggler erstmal gar keine Stimmen im Landsrat und müssten rein über den Einfluss arbeiten, während Atreides und Corino ein höheres Ansehen haben als die unbeliebten Harkonnen. Aber auch durch Hegemonie, bestimmte Staatskunstgebäude oder auch durch Forschungen lassen sich die Stimmen im Laufe einer Partie erhöhen. Dieses Feature taugt vor allem dazu, um sich für die nächsten Minuten einen Vorteil zu verschaffen. Plant ihr den Ausbau von Gebäuden, stimmt für Resolutionen die Baukosten verringern. Plant ihr einen größeren Angriff, dann stimmt ihr natürlich für schnellere Ausbildung von Militäreinheiten. Oder wenn ihr gerade etwas knapp bei Kasse seid, stimmt für höhere Solari-Produktion oder gesenkten Unterhalt von Gebäuden. So oder so soll alles nur dazu dienen, damit eine Sache immer sichergestellt wird. Das Spice muss fließen. Und wo wir schon beim Thema Militäreinheiten sind, nicht nur die bisherigen Dune-Spiele hatten einen starken Fokus auf das Thema Krieg, auch die Romane und Verfilmungen thematisieren die Eskalation von politischen in bewaffnete Konflikte. Und Spice Wars macht da keine Ausnahme. Das dritte X, Expand, erfolgt nur in den seltensten Fällen gewaltfrei, sondern bedarf dem vierten X. Zu diesem Zweck lassen sich in der Hauptbasis militärische Einheiten ausbilden. Das können unter anderem Nahkämpfer, Scharfschützen, Flugeinheiten oder Unterstützungsdrohnen sein. Auch hier sind wir wieder näher an der Romanvorlage dran, während in den anderen Spielen einfach nur viel geschossen wurde, gelten Geschosswaffen in den Romanen nämlich als nahezu nutzlos, da ballistische Geschosse im Gegensatz zu Klingenwaffen kaum in der Lage sind, die Schutzschilde von Kriegern zu durchbrechen, weshalb Krieger immer erst im Nahkampf ausgebildet werden. Es kann immer nur eine begrenzte Zahl an Einheiten gleichzeitig ausgebildet werden, und die maximale Zahl der gleichzeitig verfügbaren Militärs hängt von euren Kommandopunkten ab.
Hier fühle ich mich an Dune 2 zurückerinnert, wo über eine maximale Zahl von Einheiten verhindert wurde, dass man seinen Gegner mit Horden zuspammt. Ha! Nimm das, Command & Conquer! Neben den Kosten für die Rekrutierung neuer Kämpfer verbrauchen aktive Kämpfer auch Unterhalt. Deswegen müsst ihr auch bei der Ausbildung von neuen Militäreinheiten immer eure Ressourcenproduktion im Auge behalten, insbesondere darauf achten, dass ihr zu jeder Zeit eine zweistellige Menge an Wasser zur Verfügung habt. Ist euer Wasser zu knapp, dann haltet euch an das Motto Make Wind Traps, not War. Weiterhin haben eure Einheiten neben ihrer Lebensenergie auch eine Vorratsanzeige. Schickt ihr eure Armee in die Wüste, dann werden diese Vorräte verbraucht. Abhängig von der Windstärke in einem Sektor mal stärker oder mal langsamer. Und sobald die Vorräte zur Neige gegangen sind, werden eure Einheiten konstant Lebensenergie verlieren, ehe ihr sie zurück in ein von euch kontrolliertes Dorf schickt. Habt also immer ein Auge darauf, ob ihr eure Einheiten lieber einen Umweg gehen lasst, der durch kontrolliertes Territorium führt, oder ihr baut Flugplätze, um eure Einheiten gegen geringes Entgelt schneller Arrakis durchqueren zu lassen. Greift ihr ein Dorf an, kämpft ihr gegen die Dorfmilizen. Hier empfiehlt es sich, eure Nahkämpfer gegen die Fernkampfeinheiten zu schicken, da diese weniger effizient angreifen können, wenn sie von Nahkämpfern belagert werden. Abhängig von eurer Fraktion genügt es, wenn ihr 1:1 gegen die Milizen vorgeht. Für Fremen, Corino und Harkonnen genügt es, gegen jeden Gegner eine gleichwertige Einheit ins Feld zu schicken. Spielt ihr Schmuggler oder die Atreides, habt lieber nochmal einen zusätzlichen Scharfschützen im Petto. Nach einem gewonnenen Kampf könnt ihr das Dorf annektieren und neue Gebäude errichten, sowie eigene Milizen im Dorf ausbilden. Solltet ihr unbedingt tun, da regelmäßig Vagabunden umherziehen, die eure Dörfer angreifen könnten. Ihr könnt ein Dorf ebenso plündern. Das gibt euch Ressourcen, allerdings beherrscht ihr das Gebiet danach nicht. Ihr solltet Dörfer also nur dann plündern, wenn die Ressourcen im jeweiligen Sektor nicht attraktiv sind oder ihr nicht genügend Autorität zur Annexion besitzt, aber eure Militäreinheiten weiterentwickeln möchtet. Früher oder später wird es kaum noch zu vermeiden sein, dass ihr euch mit einem gegnerischen Haus anlegt. Und hier solltet ihr gut vorbereitet sein, genau wissen, was ihr tut und vielleicht mal kurz speichern. Denn wenn ihr ein gegnerisch kontrolliertes Dorf angreift, dann mag das erstmal einfach aussehen, aber seid sicher, dass das Haus relativ schnell Verstärkung schicken wird. So oder so, wenn ihr Krieg gegen ein anderes Haus führt, dann bindet das stets einiges an militärischer Kapazität, die euch an anderen Stellen zur Verteidigung möglicherweise fehlt. Die Königsdisziplin ist allerdings der Angriff auf die gegnerische Hauptbasis. Das ist nicht nur gar nicht mal so einfach, sondern der Angriff dauert eine halbe Ewigkeit, während euer Gegner ständig neue Einheiten gegen euch ins Feld schickt und die Basisverteidigung permanent Raketen verschießt. Meine Tipps dazu: Greift mindestens mit 12 Militäreinheiten an, davon mindestens die Hälfte hochentwickelt. Sorgt dafür, dass ihr regelmäßig Spionageeinsätze zur Verfügung habt, um die gegnerische Verteidigung zu sabotieren oder eure Einheiten zu boosten und zu heilen. Am besten kontrolliert ihr einen benachbarten Sektor, dann könnt ihr schwerverletzte Einheiten zur Heilung in das nächstgelegene Dorf abziehen und nach erfolgter Heilung zurück an die Front schicken. Verteilt außerdem eure Einheiten rund um die Basis, damit die Raketenabwehr immer nur einzelne Einheiten trifft und nicht komplette Rudel schwer verletzt. Bei erfolgreicher Zerstörung einer gegnerischen Basis scheidet das zerstörte Haus aus dem Spiel aus und sämtliche kontrollierte Dörfer fallen an die Zivilbevölkerung von Arrakis zurück. Zerstört ihr alle gegnerischen Basis, Susi... Moment. Basanten. Zerstört ihr alle gegnerischen Basantasis, dann gewinnt ihr wiederum das Spiel. Wenn ihr euch vor allem für den militärischen Teil des Spiels interessiert, dann könnt ihr eure Mission natürlich auch so einstellen, dass rein der militärische Sieg zum Sieg führt. Puh, jetzt habe ich schon so viel über Features geredet, dass sich meine Zunge so trocken anfühlt wie der Trommelsand des Tonobeckens kurz nach der Mittagsstunde. Und trotzdem habe ich bei weitem noch nicht alles genau erklärt, da der Umfang an Möglichkeiten nicht nur groß ist, sondern auch stetig mit jedem Update wächst. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, Mafia-Aktien zu kaufen und gewinnbringend wieder zu verkaufen. Aber ich hasse Aktien auch im richtigen Leben schon zu Genüge, da muss ich mich in meiner Freizeit nicht auch noch damit beschäftigen. Es gibt auch ein Forschungsmodul mit komplexem Techbaum, über den sich vielfältige wirtschaftliche oder militärische Vorteile erspielen lassen. Und ab und zu bekommt ihr eine Ad-Hoc-Quest zugeschustert, über die ihr kurzfristig einen Vorteil bekommen oder bei Nichterfüllung einen geringen Malus erhalten könnt.
Es lohnt sich erstmal nur, die Hauptfeatures genau zu erkunden und ab und zu links und rechts zu schauen. Ein richtiges Tutorial gibt es leider nicht. Noch nicht. Fragezeichen? Deshalb ist Try and Error angesagt. Hauptsache, ihr vergesst eine ganz wichtige und grundlegende Sache nicht. Wer das Spice nicht ehrt, ist der Girls nicht wert. Ja, da liegt er auch nicht ganz falsch mit. So, die große Fibel des Spiele-Reviews schreibt mir vor, dass ich noch etwas zu Grafik und Sound sagen soll. Dann machen wir das halt in Gottes Namen. Grafisch geht das Spiel in Ordnung. Es setzt keine neuen Maßstäbe, aber es erfüllt seinen Zweck. Insgesamt ist das Spiel in einem leichten Comic-Stil gehalten, der gerade noch passend ist und immerhin etwas Farbe in ein Spiel bringt, das vollständig in der Wüste spielt. An keiner Stelle hat mich die Grafik gestört. Die Sandstürme und die berühmten arakischen Monde im Hintergrund finde ich sogar sehr schön und charmant. Wundert euch übrigens nicht, wenn das Spiel-Footage, was ihr hier seht, ab und zu ruckelt. Das liegt an meiner Grafikkarte, die einfach wie eine Kartoffel performt. Es hat halt schon seinen Grund, warum ich normalerweise eher Retro-Spiele reviewe. Bei der Tonkulisse sehe ich da im Vergleich größere Defizite. Es ist nicht so, dass ich den Ton und die Musik nicht gelungen finde. Aber insbesondere die Hintergrundmusik ist nur zweckmäßig und wenig eingängig. Frank Lepeckys Melodien aus Dune 2 habe ich noch immer im Ohr. Vor allem auch, da einige davon in Dune 2000 und Emperor zitiert wurden. Doch vor allem der Soundtrack von Dune. Das war Stefan Pick at his best. Und es ist nach wie vor einer der interessantesten und besten Spiele-Soundtracks der DOS-Ära. Es mag jetzt fies sein, dass ich zwei absolute Bretter in Sachen Spiele-Soundtrack hier als Benchmark anlege, aber beim Spielen habe ich tatsächlich die eingängigen Melodien der früheren Stücke vermisst. Als langjähriger Dune-Fan möchte ich noch unbedingt betonen, wie sehr mir die Romantreue gefällt. Natürlich sind die vergangenen Spiele und Verfilmungen zu einem gewissen Grad auch hier als Vorbild eingeflossen, etwa beim Design der Sammler oder beim Aussehen der Fremen. Auf der anderen Seite sind aber Elemente aus den Romanen eingeflossen, die bei bisherigen Adaptionen gefehlt haben. Etwa die Ressource Plastal oder Plascreed, welche erst ab dem 5. Buch Einzug ins Dune-Universum erhalten hat. Oder die Tatsache, dass sich der Palast der Atreides in Arrakeen befindet und nicht in Karthag, wie es das erste Dune-Spiel falsch gemacht hat. Das Haus Ordos, welches uns von Dune 2 bis Emperor begleitet hat, wurde komplett fallen gelassen. In der Hauptreihe der Romane taucht es nämlich gar nicht auf. Der aufmerksame Spieler wird auch den Mount Idaho sehen, welcher nach Duncan Idaho benannt erst im 4. Buch erwähnt wird. Es hätte das Risiko gegeben, dass die Macher an die Kultspiele Dune 2 und Dune 2000 anknüpfen und schnell etwas Kohle einstreichen wollen, während Dune wieder ein großes Thema ist. Wahrscheinlich wären sie damit sogar durchgekommen. Die Dune-Fanbase ist nicht so exorbitant groß und vor allem nicht so schnell auf Zinne wie etwa die Fanbases von Star Wars oder Herr der Ringe. Aber sie haben es gut gemacht. Ich bin mir sicher, dass einige der Spieledesigner selbst Fans des Dune-Universums sind. Zumindest haben sie gut und ausführlich recherchiert. Mein Fazit: Zusätzlich dazu, dass das Spiel technisch grundsolide gemacht ist, ist es bisher vor allem ein spaßiges Strategiespiel, das recht gut einen Spagat zwischen Echtzeitstrategie und einer richtigen Wirtschaftssimulation schafft. Es ist durch die Kriegsführung in Echtzeit trotz des Wüstensettings weniger trocken als andere Simulationen, aber deutlich entspannter als einen Zerg Rush in StarCraft durchzustehen. Ab und zu kann es aber zu Längen kommen. Gerade wenn man am Erweitern des Territoriums ist und das aufgrund von mangelnder Autorität nicht klappt, hilft nur noch die Geschwindigkeit hochzudrehen und auf Zufallsevents zu reagieren. Natürlich soll der langsame Aufbau von Autorität einen Durchmarsch verhindern. Und das Spiel ist auch nicht darauf ausgelegt, dass man sich die komplette Map in kürzester Zeit untertan macht. Aber diese Entschleunigung, ohne dass man nebenher noch etwas Sinnvolles tun könnte, kann gerade in der Mittelphase einer Partie für ein bisschen Langeweile sorgen. Insgesamt finde ich, dass sich der normale Geplänkelspielmodus ein bisschen abnutzt. Obwohl die Karten zufallsgeneriert sind und ein Spielverlauf selten vorhersehbar ist, so geht man dennoch immer nach derselben Art und Weise vor. Schnell die Ressourcenproduktion sichern, dann auf einen Gegner einschießen. Damit Spice Wars für mich ein ähnlicher Dauerbrenner wird wie Dune 1 und 2, beide Spiele, die ich seit gut 25 Jahren immer wieder spiele, wird noch mehr kommen müssen. Gut, dass Shiro Games noch einiges im Petto hat. Für dieses Jahr ist noch ein Kampagnenmodus angekündigt worden und exakt den wünsche ich mir auch. Am besten wieder mit den üblichen cheesy Cutscenes, wobei das ein starker Bruch mit dem restlichen Artstyle wäre. Aber ein Kampagnenmodus wäre gerade für Einsteiger eine gute Idee, um sich mit den verschiedenen Mechaniken vertraut zu machen.
Ansonsten wurden noch weitere Updates angekündigt. Offenbar auch eine Hero-Mechanik, was danach klingt, als würde es bald Einheiten mit exklusiven Spezialfähigkeiten geben. Und das kann ich mir gut vorstellen. Tatsächlich wäre es schon ziemlich geil, mit Muad'Dib, Fate Rauta oder Stilgar ins Feld zu ziehen. Insgesamt würde ich mir wünschen, dass um den bestehenden, aus meiner Sicht gelungenen Kern des Spiels immer mehr Abwechslung aufgebaut wird. Vielleicht auch zusätzlich noch ein Modus, der stärker auf Eroberung abzielt und weniger auf Wirtschaft und Handel. Und sei es nur, um einen zusätzlichen Modus anzubieten, der uns Retro-Heinis an die alten Dune-Klassiker erinnert. Dass das Dune-Universum gerade jetzt wieder aktuell ist, in einer Zeit, in der Haushalten mit knappen Ressourcen, Krieg und der Kampf der Unterdrückten um die Freiheit längst die Wirklichkeit erreicht haben und alltäglich sind, ist, glaube ich, mehr als bittersüße Tragik oder Ironie. Ich würde fast sagen, gerade in solchen Momenten ist es notwendig. Denn wer das Dune-Universum über den ersten Roman hinaus verfolgt hat, der wird schnell merken, dass die Botschaft der Bücher nicht die ist, dass ein Krieg gewonnen werden kann und am Ende in einem Happy End gipfelt. Sondern er wird vielmehr sehen, dass es darum geht, dass sich die Spirale aus Gewalt, Not und Unterdrückung immer nur ein Stück weiter verschiebt. Aber gut, Spice Wars kann ebenso wenig wie die Neuverfilmung von Denis Villeneuve etwas dafür, dass die Welt so ist, wie sie ist. Ich kann euch das Spiel absolut ans Herz legen. Vor allem, wenn ihr Freude des 4X-Genres seid oder wenn euch die normalen Realtimer inzwischen zu lasch geworden sind. Und natürlich erst recht, wenn ihr Dune-Fans seid und euch für eine sehr vorlagengetreue Videospieladaption des Materials interessiert. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und möge euer Spice immer fließen. Arr, das Speis muss fließen!